Okay. Es könnte jetzt sehr schnell sehr tödlich enden. Und damit neuer Tag, neue Aufnahme. Wir sind auf der Suche nach genug synthetischem Dünger, das heißt nach genug Rindfleisch, um dieses Raumschiff. Guter Start, Larissa. Raumschiff zu starten. Das war das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen, dass wir weiteren synthetischen Dünger bekommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo wir den finden werden. Ich denke mal, dass es am logischsten ist, wenn wir unseren kleinen Robo nehmen und einfach mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Uns einfach mal ein bisschen umschauen. Ich weiß halt auch immer noch nicht, ob wir mit diesem Rindfleisch vielleicht irgendwas machen können. Ich möchte mal noch einmal an unsere Herstellstation gehen und mir das mal anschauen. Aber damit willkommen zurück und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wir haben einiges vor uns und machen uns direkt auf den Weg. Also, der Plan, wie gesagt, wir müssen nach mehr synthetischem Dünger Ausschau halten, das heißt nach mehr Rindfleisch Ausschau halten. Das wird den ein oder anderen von euch bestimmt freuen. Und wir müssen dann halt mal schauen, ob wir vielleicht auch einfach schon aus den Konserven, die wir da haben, vielleicht sogar schon was herstellen können. Vielleicht bin ich da ja auch einfach nur ein bisschen unaufmerksam gewesen. Das wollen wir uns jetzt zuallererst mal anschauen. Ressourcen zusammengesetzt. Ne, ich kann jetzt mit denen hier tatsächlich nichts herstellen. Da unten ist diese Rindgranate. Ein handgefertigter Sprengkörper aus einer Dose synthetischen Rindfleischs, einer Batterie und einem einfachen Uhrwerk. Das in der Dose angesammelte Gas entzündet sich an einem winzigen Funken, der beim Kontaktverschluss entsteht und verursacht eine unkontrollierte chemische Reaktion der Expansion der Dose, gefolgt von der Verteilung der verbrennenden Rindfleischmasse in alle Richtungen. Klingt jetzt nicht so nett. Aber gleichzeitig bin ich verführt, es auszuprobieren. Warum? Weil ich glaube, dass wir diese Container, die es da noch gibt, in die Luft sprengen können. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, dass wir darüber vielleicht sogar an den restlichen Dünger rankommen können. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das möglich sein könnte. Immerhin ist das Spiel zuweilen ein wenig, sagen wir freundlich, merkwürdig. Schlafen kann ich hier übrigens nirgendwo. Ich kann hier nicht meine. Wow, wir haben hier Container. Wofür genau habe ich hier diese. Egal. Ich habe Koffer extra aufgebaut. Ihr erinnert euch bestimmt noch. Wir haben hier Container. Ich hätte hier die ganze Zeit Sachen lagern können. So, aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Ich werde mal eben die Pellets, die wir noch haben, schon in das Raumschiff packen, damit wir mal sehen können, wie viele wir haben, was wir eigentlich noch brauchen. Und dann können wir nämlich gleich mal gucken, ob wir theoretisch da noch mehr synthetischen Dünger bekommen können oder ob ich da eine neue Quelle für brauche. Ich meine, auf dem Bild von dem synthetischen Dünger gab es ja noch eine weitere Lebensmittelstation, glaube ich, nannte es sich, wo wir ebenfalls das Glück haben könnten, was zu finden. Aber vielleicht ist es ja auch noch einfacher. Da hinten ist halt dieses Blatt. Das könnte für mich gefühlt, könnte es eine Lebensmittelstation sein. Eigentlich brauche ich gar keinen Sauerstoff, aber wir füllen ihn trotzdem mal nach. Dann gehen wir einmal nach unten. Und dann gehen wir zurück zu dem Raumschiff mit dem Rindfleisch. Weil das wollen wir uns natürlich auch anschauen. Der Kälteanzug wäre auch ganz praktisch. Vielleicht sollte ich gleich nochmal schauen, was wir für den eigentlich brauchen würden. Ist das nicht schon das Raumschiff? Jetzt bin ich irritiert. Ach nee, da. Ein Stückchen noch. So.
Jetzt haben wir 6. Also noch 4. So, jetzt muss ich mich orientieren. Da ist der Sauerstofftank, das heißt dahinter befindet sich dann dieses Raumschiff, glaube ich zumindest. Ist ein bisschen schwierig, wenn sie einem hinterher die Markierungen mopsen. Ist es manchmal ein bisschen schwierig, das noch zu finden. So, da. Da hinten sieht es auch so aus, als wenn wir da noch ein weiteres Raumschiff hätten. Es ist zum Teil schon sehr interessant. Wir haben hier ja nun den Sauerstoffpunkt. Wir könnten hier ein wenig erforschen gehen später. So, ich hätte jetzt gerne meine Rindfleischgranate. Wo ist sie denn? Da oben. Auf die 2. Ich hoffe, dass man die so benutzt. Okay, es könnte jetzt sehr schnell sehr tödlich enden. Okay. Es könnte jetzt sehr schnell sehr tödlich enden. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Kein Kommentar. Einfach kein Kommentar. Trink einfach einen Schluck. Wow. Ja, ich sagte, es könnte sehr schnell sehr tödlich enden. Hat er mir jetzt einen anderen Speicherstand geladen? Als meinen normalen Speicherstand? Nee, scheinbar nicht. Okay. Weil ich habe die Pellets jetzt noch gar nicht. Die hatte ich letztes Mal, glaube ich, schon. Okay, ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts. Aber wir haben gesehen, dass es nicht explodiert ist. Wofür brauchen wir die denn dann? Wo genau brauche ich Rindfleischgranaten für, wenn ich damit nicht diese Dinger sprengen kann? Okay. Strange. Ich weiß jetzt trotzdem, dass wir 6 davon haben. Das ist halt vielleicht auch gar nicht so unpraktisch. So, ich wollte jetzt eigentlich nochmal gucken. Wir haben doch auch eigentlich schon ein paar weitere Sachen freigeschaltet. Sprengstoff. Sprengstoff. Erhalten via Handwerk, kann nicht gefunden werden. Im Gegensatz zum Werfen einer Granate solltest du eine Bombe nicht in eine unbekannte Richtung werfen. Du solltest sie vorsichtig platzieren, vorsichtig wegfliegen und danach über das Ergebnis deiner Arbeit nachdenken. Okay, also ist wahrscheinlich das dann doch die Lösung. Wahrscheinlich muss ich Sprengstoff verwenden. Aber ich kann noch keinen neuen Sprengstoff. Ich kann noch keinen neuen Sprengstoff herstellen, oder? Also lernen halt. Ich glaube, wir können das noch nicht. Ich wollte auch noch mal gucken, ob man jetzt diese kleine Luftschleuse tatsächlich vielleicht als Modul benutzen kann, um daran Räume anzubringen. Ist mir beim Schneiden der letzten Let's Play-Folge auch wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das wahrscheinlich tatsächlich die Lösung ist. Elektroanzug, erweiterter Anzug. Ich habe den Kälteanzug so auch noch gar nicht. Habe ich nicht irgendwo Blueprints? Gegenstände. Ausrüstung, Gegenstände, Fotos, sonstiges. Ich bin leicht irritiert. Ist in Ordnung. Forschungstisch. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich brauche auf jeden Fall veredeltes Metall mal irgendwann, damit ich diese EMP-Granate, damit ich den besseren Schaber herstellen kann. Kann ich denn den Sprengstoff jetzt schon bauen? Oder kann ich das nicht? Es sieht irgendwie nicht danach aus. Doch da, Sprengstoff. Batterie und Kabel. Wir holen Batterien und Kabel, haben wir unten. Okay, also ist es wahrscheinlich nicht die Granate, die wir dafür brauchen, sondern wahrscheinlich ist es der Sprengstoff. Larissa, da hättest du halt auch vorher drüber nachdenken können. Da hätte ich jetzt wirklich auch vorher drüber nachdenken können.
Ich glaube, sowohl Kabel als auch Batterien haben wir. Sprengstoff! So, jetzt dieses Mal sollte es eigentlich nicht vollkommen nach hinten gehen. Stoff und. Mit Stoff und Alkohol kann ich mir übrigens ein Erste-Hilfe-Set bauen. Ich wusste noch nie, wofür wir den Alkohol brauchen können. Ich habe jetzt hier auch leider keinen. So wie das immer ist. Man hat das Zeug die ganze Zeit rumfliegen. Und wenn man es dann tatsächlich mal gebrauchen kann. Lass dann jetzt mal ein bisschen was hier. Wir können schon mal ein bisschen veredeltes Metall herstellen. Die werden wir nämlich gleich brauchen. 4 Stück brauche ich, um den Chaba freizuschalten. Das sind 16 Metalle. Das ist halt schon ganz schön viel. Aber 4 haben wir tatsächlich. Dann gehen wir nochmal nach oben. So, das lasse ich hier. Den Kraftstoff, einen davon füllen wir jetzt gleich noch ein. Die gebe ich noch ab. Wir befüllen einmal unseren Robo. Zumindest wenn er es schon wieder nötig hat, aber ich glaube schon. Füllen, ja. Wunderbar, betanken wir ihn einmal. Dann fahren wir noch einmal nach oben und schalten den besseren Chaba frei. Den würde ich dann nämlich jetzt schon erforschen. Dann bringen wir die Pellets zum Raumschiff und dann gehen wir vom Raumschiff aus noch einmal Richtung Rindfleisch-Raumschiff. Déjà-vu, nein, wir waren da heute noch gar nicht. Ihr habt nur das Gefühl, dass ihr das schon einmal gesehen habt. In Wahrheit waren wir da heute noch gar nicht. Achso, und was ich noch machen wollte, weil ich das einfach unsinnig finde, nehmen die da jetzt wieder ab. Ich gehe nämlich davon aus, dass man das machen kann. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich bin jetzt sehr verwegen. Was brauche ich für so einen kleinen? Dafür brauchen wir Aluminium und Titan. Das können wir uns mal für später merken. Ist jetzt nicht der Schritt, den wir jetzt machen, aber für später ist das sehr praktisch. Sind das da oben dann eigentlich auch Container, in die ich was reintun kann? Nein. Das ist gemein. So, Forschungstisch. Der verbesserte handliche Schaber. Hier ist auch noch ein Schaber. Getrocknetes Kaugummi. Wo auch immer wir den wohl später für brauchen werden. Aber wir werden jetzt den verbesserten handlichen Schaber lernen. Das dauert 5 Minuten. Lassen wir ihn mal durchlaufen. Dann habe ich das nämlich auch schon erledigt. Dann gehen wir jetzt die Pellets abgehen. Abgeben gehen. Ich kann heute nicht sprechen. Es ist sehr warm. Tragt es mir bitte nicht nach. Wir bringen die Pellets dahin. Dann bin ich die schon mal los. Dann brauchen wir die nicht mehr mit uns rumschleppen. Und dann gehen wir hoffentlich einen Rindfleischtank sprengen. Hoffentlich. Klingt irgendwie auch ein bisschen strange. Corridors for staff members in the business class can cause claustrophobia, although they are extremely convenient and compact. Hier haben wir übrigens Titan, das nehme ich gleich mit, weil wir bestimmt auf dem Rückweg wieder da vorbeikommen. Aluminium muss ich mir trotzdem noch besorgen. Oh, einmal hier scannen bitte. Korridor. Das ist das, was mir gefehlt hat. Entschuldigung, Huhn. Das heißt, jetzt haben wir den Korridor. Das heißt, jetzt kann ich auch Sachen miteinander verbinden, denke ich. Okay. Das ist total schön. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was mir gefehlt hat. Klingt zumindest recht logisch, dass es jetzt möglich sein müsste. Und dann können wir nämlich seitliche Verbindungsgänge bauen, weil die nach oben und unten fand ich wirklich ein bisschen bedeppert, zumindest für die Wohnstationen. Mag ja sein, dass man damit zwei Servicestationen gut miteinander verbinden kann, aber für die Wohnstationen? Okay. Das machen wir gleich. Wir müssen jetzt unsere erste Granate muss ich aufsparen. Wir müssen gleich einmal auf jeden Fall Zwischenluft besorgen. Schaffen wir es noch bis da? Ich glaube ja. Ich muss mich jetzt mal kurz ein bisschen beeilen. Wir brauchen also wahrscheinlich nochmal Sprengstoff, um den da raus zu sprengen. So, einmal beladen. Dann einmal zwischendurch Luft tanken. Dann gehen wir versuchen, ob wir mit dem Sprengstoff das in die Luft jagen können. Und dann müssen wir nochmal Sprengstoff bauen. Da drinnen dreht sich die Turbine immer noch.
Vielleicht ist das die Turbine, von der sie gesprochen hat, in der wir uns nicht in die Luft gejagt haben, aber irgendwer das scheinbar getan hat. So, hier können wir unseren Sauerstoff auftanken. Sehr gut. Dann wieder rauf da, wie eh und je. Und dann geht's hier rüber. Dahin. Und jetzt wollen wir nur hoffen, dass ich das mit dem Sprengstoff besser hinbekomme als mit der Rindfleischgranate. So, einmal absteigen, dann den Sprengstoff. Kann ich den nicht? Wie benutze ich Sprengstoff? Ich kann ihn nur fallen lassen. Wie genau verwende ich Sprengstoff? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Das verstehe ich nicht. Okay, da steht halt auch nichts dabei. Da steht nur, dass man vorsichtig sein soll und Teile seines Körpers verlieren kann. Die normalen Standardinformationen. Aber ich verstehe jetzt nicht, und zwar nicht im geringsten, wie ich das machen soll. Da unten ist noch eine Kugel. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, es funktioniert nicht, indem man einmal Sprengstoff baut. Ich dachte das wirklich. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir da einen in die Luft sprengen müssen, weil wir den Sprengstoff halt auch gelernt haben über einen Sprengsatz, der an einem dieser Container angebracht ist. Aber hey. Scheinbar nicht. So, ich hole mir noch einmal Sauerstoff, dann gehen wir mal einmal zu diesem Blatt da nach hinten und gucken mal da. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert. Und gleichzeitig ein bisschen traurig. Ich dachte wirklich, es geht so. Ich war mir ziemlich sicher, dass das die Lösung ist. Aber gut, das Spiel überrascht einen halt immer wieder. So oder so. Da oben. Das schaffen wir auch locker, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Ich dachte erst, es ist es. There are declared cargo holes inside for transporting synthetic beef, milk and plant food. There might be something useful here. Okay. A fully functional farm for synthesizing beef. However, the declaration mentions only the transportation of goods. There is no data about any research conducted on the liner unnamed, but it seems that apart from transporting food, they also did some biological experiments in these sections. Da ist welches. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Sehr nice. Juhu. Juhu! Looks like an
undamaged cargo section with dairy products. Special containers with cooling gel are used for transporting milk. The gel is ideal for reducing the core's activity. What's left to do is to find the emergency unloading lever, get inside the section, pump out the cooling gel, and launch it into the liner. Piece of cake! Okay, ich finde, das klingt jetzt alles gar nicht so einfach. Na gut, wir scannen das jetzt erstmal. This may come in handy if you calibrate it correctly. Ein Analysegerät. Okay, wir sind jetzt hier in diesem Ding drin. Ich glaube, es sind leider immer noch nicht genug. Wir hatten jetzt 6. Ich habe jetzt nochmal für 2 was gefunden. Habe ich noch Sauerstoff dabei? Habe ich. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass wir jetzt hier gleich wieder... Da ist noch einer. Jetzt haben wir für 3 was. Das heißt, wir sind jetzt bei 9 Stück. Das heißt, noch 2. Da ist noch einer. Oh, komm schon, einen noch. Ich möchte die starten. Ganz dringend. Da, da unten. Da, 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 da. Ja! Okay. Wir können es gleich starten. Stop. Judging by the signal, there's an anti-asteroid turret nearby. I hope you don't look much like an asteroid, but it's recommended that you stay away from the guns. These turrets can attack a large moving object without even knowing how valuable the spacesuit on this object is. Uh-oh. Okay. Das heißt, da wollen wir jetzt erstmal noch nicht ran, weil die uns unter Umständen dann in die Luft jagen. Gut zu wissen. Gleichzeitig nicht sehr beruhigend. Probably they fed synthetic cows with it. Okay, hier haben wir Kochtopf. Despite the FDA's requirements of using only synthetic meat products, its composition says natural meat, but doesn't state what kind of meat exactly. It's better not to analyze it. Okay. Wir nehmen jetzt mal erstmal einmal kurz Sauerstoff und dann untersuche ich diesen Kochtopf.